Jesus Weg, die Liebe. Jesus führt uns zur Quelle. Lass deine Liebe, dein Wort auch zu diesem wichtigsten Thema uns zukommen, unser Herz fließen und im Herzen bewegen. Was ist Liebe? Paulus spricht im berühmten Hohen Lied der Liebe, im Korinther 1,13, wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbitten. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Dann Jesus durch sein Werkzeug, Jakob Lorbe, aus dem inneren Wort. Es gibt eigentlich nur einen einzigen inneren Sinn und der heißet Liebe, die da wohnt im Herzen. Dieser Sinn muss vor allem gestärkt, gebildet und geläutert werden. Und alles, was der Mensch tut, was er will, was er denkt und was er urteilt, muss von der lebensheißen Lichtflamme aus dem Feuer der reinen Liebe erleuchtet und durchleuchtet sein, damit da alle Geister erwachen am Morgen des im Menschenherzen werdenden Lebenstages. Kein äußerer Weltverstand kann es je ergründen und erschauen, was im Menschen ist. Das kann allein nur der Geist im Menschen. Und also kann auch niemand Gott erkennen, als nur der erweckte und vollauf tätig gewordene Geist Gottes im Menschenherzen, der gleich wie Gott selbst die reinste Liebe ist. Und ein ewiger Sabbat im Menschenherzen. Danke, Vater, für dein Wort. Lass dein Wort auch aus der Quelle, aus der tiefsten, innersten Quelle, aus deinem Herzen, in mein Herz und in alle unsere Herzen, all den Seelen, denen du dein Wort zukommen lassen willst, im Diesseits und Jenseits, der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Öffne unsere Herzen, bereite unsere Herzen, dass wir dein Wort aufnehmen
und im Herzen verstehen, im Herzen bewegen können, damit dein Wort in uns lebendig wird, lebendige Wirklichkeit wird, damit dein Liebegeist in uns einfließen und Wirklichkeit werden kann. Hilf uns, dass wir Raum geben deinem Liebegeist, dass dein Liebegeist in uns wirken kann. Entwickle, entzünde in uns das Feuer deiner Liebe. Ja, das Wort Liebe, es ist sicher das meist gebrauchte, aber auch meist verbrauchte und missbrauchte Wort in allen Sprachen, allen Kulturen, allen Religionen der Welt. Jeder spricht von Liebe und jeder glaubt irgendwo zu wissen, was Liebe ist. Was ist Liebe? Gott ist Liebe. Wer ist Gott? Viele reden von Liebe. Und es gibt nirgends so viel Täuschungen, Selbsttäuschungen, Betrug an sich und anderen, als in diesem, auf diesem Gebiet der Liebe, in diesem Bereich. In Beziehungen, in Ehen, Eltern, Kinder, Freundschaften. Gerade in Liebe, sogenannten Liebesbeziehungen. Wie oft wird beteuert, ich liebe dich. Was heißt das wirklich? Vor allem in diesen esoterischen oder spirituellen Bereichen wird immer von Liebe und Licht gesprochen. Es gibt viele Liebe-Lichtkreise. Und jeder, der von Liebe spricht, glaubt ja, dass er weiß, was Liebe ist. Wie könnte er sonst von Liebe sprechen? Jesus, nur du bist die menschgewordene Liebe. Gott ist Liebe. Und dieser Gott, diese Liebe ist in dir Mensch geworden. Die Liebe heißt also Jesus. Du allein bist die Liebe. Außer dir gibt es keine Liebe. Nur wem du deine Liebe schenkst, der hat in sich die Liebe. Wenn du deine Liebe in uns einfließen lässt, haben wir Liebe. Es ist nur so viel Liebe in uns, so viel du in uns bist. So bitten wir dich, erfülle uns ganz mit deiner Liebe, erfülle uns mit deinem Geist, durchdringe uns ganz. Lass uns mit Paulus sagen, nicht mehr ich lebe, Jesus Christus lebt in mir. Die Liebe lebt in mir. Lass mich ganz reine Liebe werden. Entzünde immer wieder neu das Feuer deiner Liebe in uns. Und lass uns wachsen in dieser Liebe. Nimm du zu in uns. Lass dieses kleine Jesuskind wachsen. Hilf, dass wir dir Raum geben in unserem Herzen, dass du wachsen kannst und ganz erwachsen werden kannst, uns ganz ausfüllen kannst, Geist, Seele und Körper. Dass du in uns wirken und durch uns wirken kannst, dass du unsere einzige wahre Wirklichkeit bist. Ja, die Liebe ist die einzig wahre Wirklichkeit. Die Liebe ist, die alles trägt, alles erträgt, alles geschaffen hat, alles erhält. Du bist es, der alles trägt und erhält. Deine Liebe ist es. Hilf, dass wir immer fest an dich glauben und dich immer inniger lieben können. Lehre uns die Liebe. Du allein bist der Lehrer, der Meister der Liebe. Und du allein kannst uns die Liebe lehren. Jeden auf seine Art. Lehre uns zu lieben in Gedanken, Worten und Werken. Lehre uns die Liebe zu leben im Alltag, in jedem Augenblick. Hilf uns, dass wir Schritt für Schritt wachsen können in der Liebe, dass
diese Liebe in uns wachsen kann, uns in uns sich ausbreiten kann, uns ganz erfüllen kann, ganz durchdringen kann, in uns und durch uns durch nach außen. Alle Welt um uns, alle Umwelt, alle Mitmenschen, Menschen, Tiere, Pflanzen. Lass deine Liebe in uns ein und durch uns durchströmen, zu allen und allem. Erfülle alles mit deiner Liebe. Hülle uns alle in deine Liebe ein. Durchdringe uns ganz mit deiner Liebe. Lass uns ganz Liebe werden, ganz Liebe sein. Hilf uns. Nur du allein kannst uns helfen. Du allein bist der Helfer und Lehrer, Meister. Lenke du uns. Lass allein deinen Willen geschehen, in uns, an uns, um uns, durch uns. Amen.